Sehr geehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, also ist eine spannende neue Debatte zur Energiepolitik, die wir heute erleben. Und ich gebe offen und ehrlich zu, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aufzuräumen an dieser Situation. Also wir haben hier Energiepreisvergleiche, die hinken von hier bis nach Emden. Wir haben hier Albtraumwelten aufgezeichnet, die aus meiner Sicht also wirklich jeder Grundlage entbehren. Und ich würde jetzt anfangen wollen, das ein oder andere auszugleichen, aber das mache ich an dieser Stelle nicht. Ich will nur einen Punkt deutlich machen, der, glaube ich, jedem hier im Hause wichtig sein müsste. Wir haben internationale Vereinbarungen zum Klimaschutz unterzeichnet, für die wir alle verantwortlich sind und für die wir alle einzustehen haben. Und die Auswirkungen, liebe Kolleginnen und Kollegen, die finden Sie nicht nur auf den Fidschis. Wenn Sie die Auswirkungen mal sehen wollen, dann kommen Sie gerne mal an die norddeutsche Küste und gucken sich das an und fragen Sie mal die Küstenbewohner, wie sie das eigentlich finden, dass die Gefahr besteht, dass sie eventuell an der Küste in Gefahr geraten könnten, weil es immer noch welche gibt, die den Zusammenhang zwischen CO2-Ausstoß und Klimawandel in Frage stellen und sich eine Studie dazu suchen. Ich lese allerdings die Anträge so, dass der Eindruck erweckt werden soll, dass das 2020-Ziel damit erreicht wird und das quasi mit so einer eierlegenden Wollmilchsau. Aber ich glaube, jedenfalls habe ich das versucht nachzurechnen, wenn wir Ihre Anträge so beschließen würden, wie sie vorgelegt werden, dann würden wir auch das 2020-Ziel immer noch nicht erreichen. Denn mit 10 Gigawatt abgeschalteter Braunkohle wäre die Klimalücke bestenfalls zur Hälfte geschlossen. Von den strukturellen Auswirkungen, die das mit sich bringt, ganz zu schweigen, und von der damit eintretenden, schwindenden Akzeptanz der Energiewende auch ganz zu schweigen. Wenn wir aber diese Hälfte schaffen würden aus dem Antrag heraus, dann hätten wir zusätzlich noch ein Problem, weil die zweite Hälfte in den anderen Sektoren würde daraus noch länger dauern. Ich glaube, dass wir darüber intensiver im Ausschuss reden müssen. Wir sind uns aber einig, dass wir das 2020-Ziel alle zusammen ganz gerne erreicht hätten. Überhaupt gar keine Frage. Es geht aber nicht, das Erreichen geht nicht, nur über einen Sektor, nämlich über die Produktion von Strom. Wir brauchen ein Gesamtpaket von Maßnahmen für die energiepolitischen Ziele, quer über alle Sektoren, über die Stromproduktion, über den Verkehrssektor, in dem wir nicht gerade Erfolge erzielt haben, sondern genau das Gegenteil eingetreten ist, über den Gebäudesektor und, last but not least, Frau Staatssekretärin, auch über die Landwirtschaft, die oftmals vergessen wird, wenn diese Sektoren erwähnt werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Gaut inseibt ist half schon, sagt man in Ostfriesland. Also gute Vorbereitung erleichtert die Arbeit. Weil viel wichtiger als die Frage, wann welches Kohlekraftwerk stillgelegt wird, ist nämlich folgende Frage. Wie werden wir die Netzentgeltsystematik Energiewende tauglich machen? Wie werden wir kurzfristige Flexibilitäten anreizen können? Wie werden wir Netze intelligenter machen können? Wie werden wir vorhandene Potenziale in Bestandsnetzen nutzen können? Wie werden wir gemeinsam mit den Netzbetreibern auf allen Ebenen einen optimalen Netzbetrieb organisieren können? Und wie werden wir zügig die Netzrelevanz der vorhandenen und möglichen neuen Speicher beziffern und fair anreizen können? Über diese Fragen müssen wir uns miteinander beschäftigen und nicht irgendwelche Dogmendebatten hier führen. Ich würde gerne über die Sacharbeit mit Ihnen reden. Ich will aber nicht nur kritisieren. Uns eint das Ziel, eine gute Energiewende hinzubekommen. Und ich freue mich, dass bestimmte Punkte aufgegriffen wurden, nämlich schneller Ausbau der Erneuerbaren, Klimaschutzgesetz, das wollen wir auch, steht im Sondierungspapier. Und der Antrag zu Windkraft hat ähnliche, aber eben nicht gleiche Ansätze. Wir wollen die breit getragene Bürgerenergie erhalten, und dazu müssen wir nachregeln, keine Frage. Es war richtig, dass wir in der letzten Legislaturperiode die BImSch-Befreiung für Bürgerenergieprojekte aufgehoben haben. Aber wenn Sie jetzt nur in dem Antrag zwei weitere Ausschreibungen aufheben, dann ist das aus meiner Sicht zu kurz gesprungen, weil die Neuregelung eine Zeit lang dauert, wenn wir sie denn gründlich machen wollen für die Bürgerenergie. In den nächsten 3 Jahren wollen wir deutlich mehr Wind und PV ausschreiben, aber die Realisierungsfrist von 18 Monaten ist mir zu lange, ehrlich gesagt. Genehmigte Projekte liegen vor und könnten eher umgesetzt werden. Ich kann verstehen, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, dass Sie sich über das Sondierungsergebnis
nicht so wahnsinnig freuen. Das ist schon so. Aber das mit der Jamaika-Koalition war auch nicht viel ehrgeiziger aus meiner Perspektive heraus. Im Sie Grunde, müssen trotzdem langsam zum Schluss kommen. Ja, Herr Präsident, ich mache den letzten Satz. Die Jamaika-Koalition wäre nicht ehrgeiziger gewesen. Im Grunde müssten Sie alle miteinander doch froh sein, dass Herr Lindner nun doch nicht regieren wollte. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Damit